Wie gesagt, also ganz kurz noch zum Programm für heute. Es kommt jetzt von 17 bis 18 Uhr die Karin. Dann dürfen wir einen für mich sehr, sehr interessanten Menschen auf der Bühne begrüßen. Den Joe Kreisel. Ich melde ihn jetzt mal schon vorab an. Dann um 19 Uhr kommt dann Hans Tolzin. Er wird über, wie hält man ein krankes Gesundheitssystem, auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und dann um 20 Uhr geht es dann eh schon mit dem Podium los, wo dann nochmal alle Referenten hier auf dem Podium für euch da sind, Fragen und Antworten stellen könnt. Das Ganze funktioniert dann auch online. Ihr könnt über www.okitalk live dabei sein und Fragen stellen. Und ja, wir warten jetzt auf die Karin Kneißl. Hat sie irgendjemand gesehen? Naja gut, dann müssen wir es halt so machen, dass ich euch derweil unterhalte. Für mich ist es ja sehr, sehr spannend, heute hier zu sein, weil es ist eigentlich die erste Moderation auf einem Medienfestival. Ich komme ja aus der Musikszene, deshalb fällt es mir nicht so schwer, euch mit Worthülsen voll zu labern, sage ich mal. Und meine Musik und meine Texte waren auch oder sind nach wie vor sehr, sehr gesellschaftskritisch, sozialkritisch. Und gerade passend zum vorigen Thema, vielleicht ganz kurz, wenn ich darf, würde ich mir erlauben, euch kurz was vorzutragen. Einfach einen Text, der sehr gut hierher passt, bis dann die Karin Kneißl bei uns auf der Bühne ist. Vielleicht, lieber Klaus, kannst du nochmal nachsehen. Dankeschön. Okay, dann toll wäre es natürlich, wir können machen, ich habe eine Idee. Da steht, da hinten sehe ich jemanden, du kannst Gitarre spielen, ja? Hast ja heute schon, ne? Super. Also, dann begrüßt mit mir und ein großes Dankeschön Andreas. Er war heute schon Referent, ein Applaus. Er wird mich jetzt auf der Gitarre begleiten. Vielleicht Andreas, wenn wir das mit der Technik hinbekommen, kriegen wir hin. Dann versuchen wir jetzt einfach mal was ganz, wir improvisieren jetzt einfach mal. Also er wird was spielen und ich werde versuchen, nicht allzu sinnloses Zeug von mir zu geben und das passend zu seinen Klängen von der Gitarre. Wie gesagt, wir versuchen das Ganze heute dann noch zusammen mit Joe oder mit dem Duo Do It, ein Jam zu starten. Okay, der Text ist schon ein bisschen älter, es geht... Ja, das kriegt er wahrscheinlich eh mit. Also es geht irgendwie so, der Wirtschaft geht es gut, es geht wieder bergauf. Nur zufriedene Gesichter, klar mit dickerem Bauch. Rundum nur Aufschwung, fast nicht mehr zu ertragen. So berichtet, mit Musik und lichternen Farben. Klar, ich muss sagen, die Masse braucht das. Doch ich will die Welt erleben, hey, das macht auch Spaß. Bewege ich mich doch oft noch eben in einem Schauglas mit Bewertung. Taugt nichts, taugt macht's. Ah, da kommt die Gitarre. Wunderbar, dann versuchen wir das Ganze mit vielleicht einem Rugger Beat. Also ihr könnt gerne ein bisschen mitklatschen, also dann haben wir das Gefühl, es gibt ein paar Drums hier. Okay. Blindenmarkt. In der Wirtschaft geht es gut, es geht wieder besser. Auf nur zufriedene Gesichter, klar mit dickerem Bauch. Rundum nur Aufschwung, fast nicht mehr zu ertragen. So berichtet mit Musik und Lichtern in Farben. Klar, ich muss sagen, die Masse braucht das. Doch ich will die Welt erleben, ey, das macht auch Spaß. Bewege ich mich doch oft noch wie in einem Schauglas. Mit Bewertung taugt nichts, taugt was. Möchte euch erreichen, euch ihr Menschen da draußen, die die konsumieren und die sich darin zur Schau stellen. Will euch nicht sagen, wie ihr zu denken habt, doch zu fühlen, was ihr tief in euch tragt. Frag dich, sag nichts, doch schau dich um. Hast du nicht das Gefühl, jemand hält dich für dumm? Falls nicht, hat's dich schon unter Drogen gestellt und den Kick bekommst du schick in deine Wohnzimmerwelt. Frag dich, sag nichts, doch schau dich um. Hast du nicht das Gefühl, jemand hält dich für dumm? Falls nicht, hat's dich schon unter Drogen gestellt und den Kick bekommst du schick in deine Wohnzimmerwelt. Jawohl. Dankeschön.
Also gut, wenn die Karin in 5 Minuten nicht da ist, dann müsst ihr einfach ein Referat von mir anhören. Wie wäre das? Hä? Sollen wir das so machen? Dann hätte ich gesagt, wir machen jetzt vielleicht 5 Minuten Pause. Wir können noch ein bisschen Musik spielen. Oder hast du noch was? Dann machen wir halt noch. Dann übernehmen wir hier einfach das Radio Okitalk Medienfestival, machen eine dicke Sause, das heißt, es gibt ein, ladet alle ein, also es gibt jetzt keine Referate mehr, es gibt nur noch ein offenes Mic, eine offene Gitarre, jeder kann jammen, jeder kann auf die Bühne kommen, alles ist erlaubt, alles geht. Ja, dann schauen wir mal. Was für ein Beat willst du? Ja, das hätte wunderbar gepasst. Also vielleicht ein bisschen was Langsameres. Hast du irgendwas Raga-mäßiges oder der gelbe Mann? Ah, der Joe. Ja, das versuchen wir heute noch aus. Okay, wir können es ja auch so machen. Ich gebe dir mal den Text an. Du kannst es mal kurz anhören und dann... Vielen Dank, ihr sogenannten wahren Freunde. Ich meine, die es waren, sie waren es bis heute. Ich gebe es zu, ich habe die Augen verschlossen, im Glauben genossen, in Traumwelten verflossen. Umso härter traf es mich, als ich dann erkannt habe, dass ihr Gezappel und Getue für mein Leben keinen Bestand hat. Dann traf ich auf sie und sie grüßen mich. Doch ihr Böder neigt zu jedem Wind, dass er mir zu Füßen liegt. Sie wissen es nicht, die Antwort, wenn ich auf sie zugehe. Okay, dann frage ich über diesen Weg, tut es nun nicht. Bestimmt glauben viele, dass dies eine Abrechnung ist. Doch weit gefehlt, geht es bloß bis zum Verbrechen schlecht, wenn ich sehe, wie sich jeder von euch berechnen lässt. Ja, ja, jetzt stellt ihr fest, dass keiner von euch mich mag. Nämlich wegen dem, was ich über euch zu sagen hab. Ich weiß, es tut gut, deshalb frage ich heute, sind besten halt eben die wahren Freunde. Vielen Dank an euch, wie ihr da draußen seid. Vielen Dank nochmal und ich nutze die Pausenzeit. Seid stolz auf euch, denn doch euer blödes Tun verhelft mir, mir zu meinem persönlichen Ruhm. Vielen Dank an euch, wie ihr da draußen seid. Vielen Dank nochmal und ich nutze die Pausenzeit. Seid stolz auf euch, denn doch euer blödes Tun verhelft mir, mir zu meinem persönlichen Ruhm. Solo! Sind die Blicke, die euch in eurem Sein verraten? Doch eure falsche Wahrheit ist euer Bestand zu klein geraten. Oh, es tut mir leid, das wollte ich nicht so sagen. Doch es ist nun mal die Antwort auf eure folgenden Fragen. Es ist der Rhythmus, der zurück muss. Denn wer war das jetzt mit meiner Stimme, wird er zum Genickschuss. Doch zum Glück sucht jeder gewirkt Schutz. Doch zu spät, und wenn doch jeder so bemüht tut. Hier kommt mein mit Musikgesetz, Dankeschön. Und am liebsten würde ich euch treffen, um euch die Hand zu geben, um euch zu fragen, wie ist es so am Rand zu leben? Doch was wirklich war und auf Ewigkeit Fakt ist, dass jeder von euch unter seinen Lügen nackt ist. Ich kann nur sagen, dass ich es ertragen kann, wenn ich den wahren Klang aus Text und Beat in mir spür. Mich berührt, verführt und zu neuem kürt. Ich berühre mich und führe es deutlich meinen Atem. Ich muss mich dann 1000 Mal fragen. Jawohl, okay, super. Dankeschön, echt cool. Ja, also die Karin ist immer noch nicht hier. Tja, das sind so die, es fehlen die Techniker, es fehlen die Referenten. Hat sonst jemand irgendwas Wichtiges zu sagen? Wir haben heute Samstag.
Samstag mit viel Hall. Samstag. Und der Ton Samstag, wie jeder weiß, gibt es 7 Tage die Woche. Und der, kannst du ein bisschen leiser machen? Ja. 7 Tage die Woche und wir haben auch 7 weiße Tasten auf dem Klavier. Ja. Jeder Tag hat einen Ganzton auf dem Klavier. Und der heutige Tag ist der Ton D mit 144 Hertz. Das ist Kehlchakra, von der Farbe her himmelblau. So himmelblau, wie wenn die Sonne so scheint wie heute, keine Wolke am Himmel. Und das ist alles total hellblau. Das ist der Planet Merkur um die Sonne kreisend. Das ist Kehlchakra. Und in diesem Ton D schwingt natürlich der gesamte Samstag. Und zwar jeder Samstag in Zyklen wiederkehrend. Ja, alle 2 Wochen, alle 4 Wochen Mondzyklen. Und deswegen spiele ich jetzt einfach aus diesem Ton heraus mit Stimme, Gesang und Gitarre das, was jetzt gerade ist. Ja, also ich kenne das Lied auch noch nicht, was jetzt entsteht. Das ergibt sich durch uns alle hier. Ja. Da brauche ich noch ein Plektrum, das habe ich hier, weil ich glaube, dass es etwas sanfter ist. Nachrechnen.
ist er in Blau, in dem Ton D. Kann ich als Spaß dabei selber machen. Aber ich glaube, das ist auch sein Ton hier. Darum. Rico! Danke. The stage is yours. Und ich freue mich erstmal. Jetzt gehen wir auf die Bühne. So, und da sind wir jetzt. Und wir wollen genau in die Mitte gehen, haben wir gesagt. So machen wir das auch. So, Rico. So würde ich mal sagen. Ja, du. Weg.
Dankeschön. Ich wollte eigentlich erstmal ein bisschen improvisieren. Ich bin schon so schnell drin im Thema hier. Eine Funkstrecke zirbelt durch die Boxen. Keine Ahnung, wie sie herkommt, ist ja auch egal. Denn eine Zirbeldrüse in meinem Gehirn schlägt eigene Kapriolen im Ton von der Schwingung von Gold. Jetzt ist nicht mehr improvisiert. Der fällt mir gerade ein, zum über die Wortkraft schwingen. Die Wortkraft schwingen. Ein, zwei oder drei. Du musst dich entscheiden. Die Felder sind frei. Flop. Flop, das ist Stopp. Nur noch einen Hopp. Dann scheint es vorbei. Ob du richtig liegst oder nicht, das sagt dir gleich das Licht. Ob er leuchtet oder nicht, er klingt im eigenen Licht, im eigenen Licht. Ja, in der Liebe deine Wortkraft schwingt. Darum hör auf, deine Worte, die du sagst. Denn sie schätzen deine Welt, ob du das magst oder nicht. Komm, hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst. Denn sie schätzen deine Welt, ob du das magst oder nicht. Thank you.
Frucht deines Geistes hell erleuchtet zu sehen, was deine Liebe schwingt als Bedingung. Deine Wortkraft schimmert. Darum hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst, denn sie schätzen deine Welt, ob du das magst oder nicht. Komm, hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst, denn sie schätzen deine Welt, ob du das magst oder nicht. Siehst oder nicht, ob du das weißt oder nicht, ob du drauf scheißt oder nicht, ob dir das schmeckt oder nicht, ob du das siehst oder nicht. Warum hör auf Worte, die du sagst und sprichst, denn sie schöpfen deine Welt, ob du das magst oder nicht. Dankeschön. Ein bisschen leiser machen, also weil wenn ich mir Gehör verschaffen will, dann rede ich einfach lauter. Ich rede dann einfach lauter. Das kann der junge Mann ja auch sehr gut, ja? Sehr laut. Dieser Tag, der Sonntag hier, schwingt in Indigo-Blau. Ja, das ist das Dis zum E. Und darauf spiele ich jetzt aus dem Moment heraus mit der Atmosphäre, die hier gerade ist. Aus der Atmosphäre, die hier gerade ist. Ui, aus der Atmosphäre, die hier gerade ist. Aus der Atmosphäre, der Sphäre, die hier gerade ist. Aus der Atmosphäre, die hier gerade ist. Aus der Atmosphäre, die jetzt hier ist. Eine Atmosphäre, die hier jetzt ist. Jeder macht einfach, was er will. Und dann höre ich schon die Stimmen, die dann sagen, wenn hier jeder machen würde, was er will, dann hätten wir ein Chaos. Aber das stimmt ja nicht, wenn jeder macht, was er wirklich will, wenn jeder tut, was sein Herz sagt, wenn jeder einfach ist, wie er ist, einfach tut, was er tut, ohne Angst, sondern mit Mut, dann wird alles gut. Thank you.
das Herz anfängt zu schwingen und die Liebe rauszubringen, wie man, wie jeder das ja will, einfach sein, wer man wirklich ist, hier und jetzt. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch mittendrin. Danke. Eigentlich, sondern im Eigenlicht. Ja? Ja, in der Liebe deiner Wortkraft Schwingung. Komm, hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst, denn sie schöpfen deine Welt, ob du das magst oder nicht. Komm, hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst, denn sie schöpfen deine Welt, ob du das magst oder nicht. Deine Liebe schwingen als Bedingung, ja, deiner Wortkraft Schwingung. Darum hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst, denn sie schöpfen deine Welt, ob du das magst oder nicht. Komm, hör auf, deine Worte, die du sagst und sprichst, denn sie schöpfen deine Welt, ob du das magst oder nicht, ob du das riechst oder nicht, ob du das weißt oder nicht, ob du das hörst oder nicht. Sagst und sprichst, denn sie schöpfen deine Welt, ob du das magst oder nicht. Dankeschön. Vielen Dank. Soll ich noch einen oder
Soll ich noch einen? Sollen und dürfen ist ja sehr dicht beieinander. Zumindest wenn man auf der Bühne steht. Nee, das ist nicht der Stecker, das ist der Sender. Das kenne ich. Da ist wieder eine Fernsehfrequenz am Funken. Das ist in diesem Band, dieser Bandbreite, dieser Schade, ja. Egal. Habe ich eben schon gesungen. Ja, jetzt kommt der Abend kommt. Es ist nicht zu vermeiden. Der Tag ist vorbei. Ich kann mich selber noch leiden. Meine innere Stimme flüstert mir zu. Alles ist
sanft und vorsichtig und behutsam. Wunderbar. Ja, dann kann jetzt der nächste Mensch sein Herz ausschütten. Ja, und dann liegt es da, ne? Dann muss es erstmal wieder einsammeln und so. Naja, wir kennen das ja. Ja, danke, lieber Freund, für die nette Musikeinlage. Wunderbar. Du darfst dann nachher weitermachen, hoffentlich. Hört das
Tassen einfach auf. Und keiner durch das Netz fällt, weil wir einfach zueinander nett sind, uns unterstützen mit dem, was wir am besten können. Dann ist es so weit. So weit. Dann ist hoch, 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 hoch mal hin. Hochzeit, Hochzeit. Danke und viel Spaß beim nächsten Vortrag von dem Erich. Das. Dankeschön. Danke dir, Andreas. Und jetzt suchen wir mal, wo ist denn unser Herr Hambach? Wir können uns noch viel unterhalten. Ich würde trotzdem gerne mit dem Song noch abschließen. Würde das gehen? Ja, für Wolke. So, das ist ein sanftes Lied. Feel free.
just to be. Fühl dich frei zu sagen, ich bin, der ich bin. Fühl dich frei zu sein, wer du bist. Fühl dich frei. Ich bin, der ich bin. Fühl dich frei. Einfach zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Andreas Körber, also wie gesagt, wenn ich so Chemie oder Physik arbeiten dürfen, hätte es richtig Spaß gemacht. An dich kurz die Frage, ich habe vernommen, wenn ich das richtig verstanden habe, gestern seid ihr von Bremen nach Lindenmarkt. Ja, genau. Das war ganz spannend, weil wir haben mich gestern Abend das erste Mal im Bremer Regionalfernsehen, eine Aufzeichnung, wo ich Podcast war, ja, als alleiniger Podcast, was dann in neuen Regionalsendern in Norddeutschland ausgestrahlt wurde. Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Ja. Und deswegen habe ich das auch nicht genommen, weil hier wollte ich auch sein heute Morgen, heute Mittag um 12. Und dann sind wir die Nacht durchgefahren. Also machen wir das da eben halt. Ja. Super, wunderbar. Nochmal einen großen Applaus für Andreas Körber, der singende Wissenschaftler. Vielen Dank. Wir sehen uns dann 20 Uhr hier nochmal auf dem Pool. Das freut mich. Dankeschön. Thank you.
Trifft auf dich. Darum geht's in diesem Thema. Und um die Hindernisse zur guten Verbindung zwischen Unbewusstem und dem Ich. Unbewusstsein und Ich, oder heißt es eigentlich Unterbewusstsein und ich. Dankeschön. Und jetzt kommen die beiden Männer zu dem Thema, das ich gerade gesungen habe. Das erste Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimer-Verein und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt.